Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute reden wir über die tägliche Mission, die tägliche Quest in Liyue, versteckte Klänge, wo bist du? Diese Quest besteht aus mehreren Teilen mittlerweile, sie wurde erweitert und beginnt bei Lan, die neben Catherine in Liyue steht, als tägliche Quest. Das heißt, um diese Quest zu bekommen, muss man im Abenteurerführer, in der Abenteurerlizenz, seine täglichen Quests auf Liyue setzen oder zumindest auf zufällig, damit Liyue Quest erscheinen können. Und dann muss man vermutlich alle Teile der Quest einmal abschließen. Es ist nicht ganz sicher, wie man die Errungenschaft bekommt. Ich habe sie jetzt bekommen, nachdem ich die Quest insgesamt mehrfach schon bekommen habe, seit dem Update von 3.3. Und im Endeffekt ist es einfach so, ihr müsst so lange die Quest machen, versteckte Klinge, wo bist du, bis ihr die Errungenschaft bekommt. Also man kann nicht kontrollieren, welche der Quests man bekommt. Normalerweise sollte es schon so sein, dass es immer eine andere ist. Also welchen Teil der Quest man bekommt, weil wie gesagt, sie besteht aus mehreren Teilen. Und wie schon gesagt, entsprechend muss man im Endeffekt einfach gucken, dass man die Quest so oft bekommt, was man leider auch nicht kontrollieren kann, bis man die Errungenschaft letztendlich bekommt. Aber ich dachte mir, viele Leute von euch wissen vielleicht nicht, dass es diese Errungenschaft gibt. Ich persönlich wusste es auch nicht. Es wurde zwar in 3.3 gesagt, dass viele tägliche Quests erweitert wurden, um Folgequests, aber es wurde, glaube ich, nicht gesagt, dass es auch bei jeder Quest oder bei welcher Quest es Errungenschaften gibt. Und Lans tägliche Quest, die Suche nach der versteckten Klinge, ist eben eine davon, die jetzt eine versteckte Errungenschaft dazu bekommen hat. Und entsprechend müsstet ihr nochmal eure täglichen Quests auf Liyue ersetzen, wenn ihr diese Errungenschaft bekommen könnt. Leider, wie gesagt, kann man nicht kontrollieren, welche täglichen Quests man bekommt, geschweige denn, welche der LAN-Quests man bekommt, wenn man ihre Quest bekommt. Aber, wie gesagt, einfach so oft machen, bis man die Errungenschaft bekommen hat und dann passt das Ganze. Und ja, dann sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.